Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von InfoNeuland TV. Es ist November und das heißt, es ist die Zeit der Schulschlüsse und Graduationen. Am vergangenen Freitag, den 8. November, fand in der Mehrzweckhalle der Abschluss der Klassen 1 bis 3 der Primarschulen statt. Mehr zu dieser Veranstaltung berichtet uns die Lehrerin Virginia Höck. Wir haben heute Abend bei der Primaria das Schulschlussprogramm der ersten drei Klassen vorgeführt und vorher war dann die Ausstellung von allen Klassen, Vorschule bis 6. Klasse. Die konnte man dann von 6 bis 10 und 7 besichtigen und abends haben wir uns dann zu dem Thema Reise durch die Bücherwelt drei Theaterstücke ausgesucht, die dann vorgeführt wurden. Da war da die erste Klasse, die eine Fahrt durch den Pilgrimage gemacht hat, die zweite Klasse, die das Buch Raupe Nimmersatt vorgetragen hat und als dritte Klasse haben wir aus den beiden Büchern Michel in der Suppenschüssel und Pippi Langstrumpf ein Stück zusammengestellt. Ein weiteres Event, das an diesem Wochenende stattfand, war das Torneo Quadrangular Menefepa MFBO. In diesem Turnier treten die besten beiden Mannschaften des Menefepa-Turniers aus dem Chaco gegen die besten beiden Mannschaften des MFBO-Turniers aus Ostparaguay gegeneinander an. In diesem Jahr wurde dieses Turnier in Neuland ausgetragen. Nachdem unsere Mannschaft das erste Spiel gegen Fernheim mit 3:2 gewonnen hatte, mussten sie sich am Samstag mit einem Unentschieden gegen Independencia zufrieden geben. Am Sonntag spielten sie gegen Sommerfeld, den Meister des MFBO-Turniers, gegen den sie leider mit 0:2 verloren haben. Am Ende wurde Fernheim Meister des kurzen Turniers. Neuland erreichte dank besserer Tordifferenz den zweiten Platz. Es war ein spannendes Turnier, in dem vier starke Mannschaften aufeinander trafen. Wir gratulieren Fernheim zu ihrem Sieg und natürlich auch der Auswahlmannschaft des DBN zur Vizemeisterschaft.